Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Fuchs und auf diesem Kanal seht ihr jede Menge Tipps, Tricks und Secrets zu euren liebsten Spielen auf der Nintendo Switch. Heute zeige ich euch, wie ihr in Animal Crossing New Horizons eure Schneiderei aufwerten könnt, um haufenweise neue Materialien und Designs freizuschalten, mit denen ihr eure Möbel noch besser individuell gestalten könnt. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit dem Video, los geht's! Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, haben alle Gebäude in Animal Crossing New Horizons kleine versteckte Funktionen. Tom Nooks Zelt wird zu einem Rathaus, Nepp und Schlepps Laden kann mehrfach ausgebaut werden und selbst auf dem Campingplatz könnt ihr von Zeit zu Zeit ein paar kleine versteckte Minispiele spielen. Die Schneiderei bildet hier natürlich keine Ausnahme. Auch hier könnt ihr nicht nur Kleidungsstücke kaufen, sondern auch mithilfe ein paar kleiner versteckter Funktionen die Schneiderei selbst ausbauen und dadurch mehr Inhalte für euer Animal Crossing Spiel freischalten. Das große wichtige Kernelement beim Upgraden der Schneiderei ist die Schneiderschwester Sina. Euch wird sicherlich schon aufgefallen sein, dass die Tina, also der blaue Igel, immer ein paar nette Worte für euch parat hat. Im Gegensatz dazu wird euch die Sina, also der rote Igel hinten links in der Ecke, immer etwas kalt und abweisend entgegentreten. Da sind zum Beispiel Sachen dabei wie, ich muss mich hier konzentrieren, bitte red nicht mit mir, die Tina kümmert sich um die Kunden, also sprich mich nicht an, all sowas. Damit bildet die Sina natürlich einen extremen Kontrast zu allen anderen Charakteren in Animal Crossing New Horizons, die euch alle sehr positiv gegenüber eingestellt sind, immer freundlich sind und euch ein gutes Gefühl beim Spielen geben. Wenn das nicht förmlich 3 Kilometer gegen den Wind nach Sigrid stinkt, dann weiß ich auch nicht, wie man das noch deutlicher gestalten könnte. Deshalb sind natürlich auch viele Spieler auf den Gedanken gekommen, jeden Tag einmal mit der Sina zu sprechen, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann etwas passiert und sich irgendetwas ändert. Das reicht aber leider nicht aus, um die Story der Schneiderei weiter voranzutreiben. Ihr müsst nämlich den Dialog von Sina jeden einzelnen Tag komplett ausschöpfen. Das bedeutet, ihr müsst so lange mit Sina sprechen, bis sie nichts Neues mehr zu sagen hat und sich ihr Text quasi einfach wiederholt. Gleichzeitig empfehle ich euch auf jeden Fall vor dem Sprechen mit Sina irgendetwas in der Schneiderei zu kaufen. Im Moment ist nicht ganz sicher, ob ihr die Schneiderei auch ausbauen könnt, wenn ihr einfach nur mit Sina sprecht oder ob ihr zwangsläufig davor etwas kaufen müsst. Die Dialoge von Sina suggerieren hier auf jeden Fall, dass es damit zusammenhängt, dass ihr in der Schneiderei einkauft. Nach ein paar Tagen werdet ihr auf jeden Fall eine Veränderung bei Sina bemerken. Ihre Kommentare werden weniger abweisend, weniger roboterhaft und immer aufgetauter und aufgeschlossener. Nach ungefähr 5 bis 6 Tagen wird Sina anfangen, euch beim Namen zu nennen. Dass das etwas ganz Herausragendes und Besonderes ist, bestätigt dann danach auch die Tina, indem sie Sina darauf anspricht, dass sie ja noch nie einen Kunden beim Namen angesprochen hat. Kurz darauf werdet ihr in der Schneiderei als Sinas Lieblingskunde bezeichnet und eine kleine Weile später zählt ihr schon fast als Familienmitglied der Schneidereischwestern. Hier erfahrt ihr jetzt die gesamte Backstory der Schneiderei, wie die 3 Schwestern aufgewachsen sind, welche Beziehung die 3 Schwestern zueinander haben, wie das Ganze passiert ist, dass eine der 3 Schwestern sich selbstständig gemacht hat und jetzt nicht mehr in der Schneiderei arbeitet, was mit dem alten Laden passiert ist, den sie vor der Insel hatten und vieles mehr. Wenn ihr die gesamte Backstory der Schneidereischwestern durchgespielt bzw. euch angehört habt, ist die Schneiderei auf die nächste Stufe aufgewertet. Rein optisch verändert sich jetzt hier an der Schneiderei leider überhaupt nichts. Dafür könnt ihr einmal täglich oben links zur Sina gehen und euch von ihr einen kompletten neuen Satz an Motiven und Designs abholen, die ihr dann benutzen könnt, um eure Möbel noch besser individuell gestalten zu können.
Aktuell sind 10 von diesen Paketen erhältlich, in denen jeweils 20 neue Designs für euch drin sind. Wenn eure Schneiderei ausgebaut ist, könnt ihr aber auch jedes weitere Designpaket, was dann in späteren Updates rauskommen wird, direkt bei Sena abholen. Um die freigeschalteten Sachen jetzt auch zu nutzen, müsst ihr einfach nur mit einem Gegenstand, den ihr umgestalten wollt, und ein paar Umgestaltungskits zu einer Werkbank gehen. Hier werdet ihr schnell feststellen, dass neben den Pinseln als Option für voreingestellte Designs und dem Stift als Option für selbst erstellte und runtergeladene Designs auch noch ein Viereck aufgetaucht ist. Wählt einfach dieses neue Symbol aus und schon stehen euch hier alle Designs zur Verfügung, die ihr in der Schneiderei bei Sena freigeschalten habt. Sämtliche Designs, die ihr mit einem einzigen Mal bekommt, also die in einem Designkoffer zusammengefasst sind, beschäftigen sich alle mit einem speziellen Thema. Ich finde, diese ganzen Designpakete sind eine extrem tolle Idee. Einfach weil dadurch viele Spieler mehr Freiraum bekommen beim Gestalten des eigenen Hauses und der eigenen Insel. Dadurch wirklich auch jedes Haus und jede Insel einzigartig wird und es immer spannend ist, alle Gegenstände anzugucken. Vor allem auch für diejenigen, die kein Nintendo Online haben und vielleicht aktuell noch nicht so viele Designs in ihrem Koffer angesammelt haben. Das war's mit diesem Tutorial. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye, bye!